So Leute, dann sind wir mal wieder bei Elsort. Ich habe den Klassenwechsel endlich gemacht. Hat zwar nicht mehr lange gedauert, aber trotzdem, Klassenwechsel sind nie was Schönes. Und jetzt kommt als nächstes das Skill. Das wäre auch super, weil ich mich null mit der Klasse auskenne. Wäre ich Level 43. Ja, Leveln. Was machen wir dabei nochmal? 3 Tage hat mein Gnosis Segen noch, also nehme ich jetzt einfach mal den hier, weil ich den noch nie gehabt habe, den Skill. Und einfach damit ich ihn 300er Mal habe, hier, den hier. Was das hier ist, weiß ich immer noch nicht. Das lag gerade im Inventar. Oh, Skill ist noch zulegen. So. Und ja. Bitte gibt's Gruppe, bitte gibt's Gruppe. Ja. Vielleicht kommt ja noch jemand. Vielleicht. Wir hoffen es einfach mal. Was waren nochmal die neuen Kombos? Jetzt mal, danke. Ja, ich weiß alles. Wie waren die neuen Kombos nochmal? Genau, so. Sag mal, wie macht er denn den Schaden? Muss ich den gedrückt halten dafür? Keine Ahnung. Und was war die andere Kombo jetzt noch mal? Falsches Ding. Kombo, Sekunde, ich muss mal eben meinen Google Chrome öffnen. Oh, okay. Gegner, ihr dürft mich gerne versuchen anzugreifen. Ah! Das ist gut, das ist gut. Ich muss das Item aktivieren, damit mich einmal der Skill einsetzt. Wirklich. Hacking und so, ne? Okay, was haben wir denn nochmal in Kombos? Ah. Dusch, dusch. Jetzt können wir hier auch noch solche Dinger werfen. Super. Das Problem ist jetzt halt eins, ich habe nicht geschaut, wie. Ich habe nicht gelevelt in letzter Zeit. Allgemein muss ich schauen, wie ich es eben mit Elsort mache, weil ich habe gerade keine große Lust mehr drauf. Das ist schlimm. Egal, ich werde trotzdem erstmal weitermachen, aber eigentlich wollte ich das Player zu so ein Together hier raus machen, ne? Ich sag nur Schule. Super, und jetzt öffnet sich auch noch das. Würde es jetzt ja machen, aber dann würde ich wieder die Aufnahme ausmachen, weil ich den super tollen Ingame-Rekorder benutzen muss. Der von jedem gemocht wird. So ist der Satz richtig. Ne? Oh, okay. Machen wir es halt so. Jetzt hat wirklich das überlebt. Und Avatar bekomme ich irgendwie wahrscheinlich noch her. Irgendwie. Oh, ich hab ja noch was. Soll ich mal? Wir machen nicht gerade viel Schaden. Blöd, aber okay. Okay, geht schon. Ist alles in Ordnung. Und ja. Ich werde schauen, dass ich vielleicht wieder regelmäßiger. Fuck, Videos hinbekomme. Nicht Fuck hinbekomme, das will ich nicht, aber ich will Videos hier hinbekommen. Eventuell haben wir so viel Glück, dass wir nach dem Dungeon mit allem zusammen Level Up haben. Es ist möglich, nur die Chance steht ein bisschen gering, weil ich wahrscheinlich kein MVP kriege, weil ich so viel Edge spiele, dass ich mich so gut auskenne, ne? Das wissen alle. Und was war noch? Ja. Ich habe immer noch scheiß Waffen. Und mein Ed will einfach nach links angreifen, obwohl der Gegner rechts ist. Super. Sekunde. Also mein Ed, der weiß, wo der Gegner ist. Das haben wir gerade gesehen. Auch super. Ich helfe ihm mal.
Aua. Fuck. So. Und jetzt den hier noch. Das geht schnell gut. Dieses Item müsste man auch im PvP benutzen können. Das wäre so toll. Aber ich finde es schlimm, wenn Masterminds oder so bei einem Boss zum Beispiel das benutzen, wenn der Gegner jetzt gerade kein, also der Boss, keine Super Armor hat und dass sie den Gegner dann einfach wegschießen, das finde ich schlimm. Also wenn man gerade seinen Doppelhieb, gerade sein, was gibt's noch, seine Skills einsetzt, das ist nicht immer so schlimm. Habe ich schon erwähnt, dass ich kein PvP mit dem machen will? Ah, hier. Ich glaube nicht, dass ich ein PvP habe. Und wenn, wird mich wundern. Yay, ein Testament gekriegt, was ich auf NA brauchen würde im Moment. Super. Ha. Ich kann weiterspielen. Oder auch nicht. Ja, raus, hopp. Brauchen wir nicht lange warten. So, und... kein Level Up. Aber okay, ich habe immer noch eine Quest. Solange ich Quest habe, solange werde ich das Video noch machen. Weil dann muss ich halt am unter der Woche leveln gehen. Ich hoffe einfach. Nächste Woche sollte es wieder besser werden. So, was gibt's eigentlich... ja, das Zeug gleich. Ich muss ja mal mein Zeug verkaufen und Rüstung reparieren. So, da. Ja, ich weiß, da wären ein paar Sachen dabei gewesen, die besser gewesen wären als die momentan, aber ist jetzt nicht so schlimm. Reparieren wollte ich noch. Wie viele Idee habe ich eigentlich? Nicht mal eine Million, super. Das heißt, ich habe viel Geld. Ist hier sehr ganz nice aus, aber Geld. Geld regiert die Welt, das ist blöd. Das wissen wir alle. Also wenn man kein Geld hat. Phantomsucher hab. Was muss ich denn dann hier machen bei der Ausbildung? Mittlere Bossmonster, okay. Das ist ja in Ordnung. Was für Avatar-Sets hat Ned sonst noch so? Wissenschaftler-Paklet. Das hier, ich finde eigentlich. Das hier sieht ganz nice aus, mit vielleicht noch anderen Haaren. Vielleicht sowas, aber ja. Musik ist irgendwie schön. Und es gibt niemand mehr für die Gruppe, super. Ich mache diesen Dungeon nicht alleine, nein. Ja, erzähle ich jetzt noch was. Und ich hoffe, ich kann jetzt in der nächsten, wollte ich noch sagen, in der nächsten Zeit wieder mehr Elsort machen. Na, ja, sollte wieder gehen, vielleicht. Hoffentlich. Wir sehen's ja dann. Was sollte ich noch sagen? Genau, in NA ist das Profession System rausgekommen, wodurch man jetzt zum Beispiel, wie heißt, was waren die drei nochmal? Alchemist, Schmied. Ja, Dynamo-Tick ist unnötig. Nee, drei Professions, Schatzsucher war das eine, ja. Alchemist und Schmied. Und ich werde wahrscheinlich für den hier im Let's Play dann Schatzsucher, oder? Ich glaube schon Schatzsucher. Ich bin noch nicht sicher. Jedenfalls Schatzsucher lässt also für den Chart für die Gruppe dann im Dungeon solche Schatzkisten auftauchen, aus denen man Zeug rauskriegen kann, wie zum Beispiel Silbermünzen, Goldmünzen
und Zeugs für andere Jobklassen. Also zum Beispiel, wie heißt das nochmal? Halt zum Beispiel für den Alchemisten da was rauskriegen, ne? Der Alchemist kann stärkere, wie heißen die jetzt nochmal? Tränke, also solche Gate of Darkness Tränke, habe ich noch fähigerweise welche? Halt solche Tränke zum Beispiel verstärken oder Monsterkarten craften. Und ich glaube auch noch besser verzaubern. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Und der Schmied kann einmal in der Stunde, jedenfalls habe ich das so gesehen, selber ein Item ohne ihren, also ohne dass man die Materialien hat, craften. Und war dann, sorry, war da nicht noch was? Und ich glaube, besser verzaubern. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, er hat eine größere Chance darauf, besseren Wert zu kriegen. Egal. Und ich hatte überlegt, ob ich so eine PvP Videoserie mal machen soll, wie ich wieder versuche, im PvP gut zu werden. Wenn ihr sowas vielleicht wollen würdet, würde ich mich freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt, ne? Weil PvP mal tue ich mich nicht einfach so an. PvP ist für mich scheiße. Weil hallo, die Balance und dann nimmt jeder auch noch Items. Das tut mir weh inzwischen schon. Und GW von meiner Seite aus. Ich habe halt gerade. Ich bin YouTuber, ich bin besser als du. Ich habe es nicht nötig, dir GW zu schreiben. Nö, ich bin einfach gerade zu faul. Könntest du mal bitte sterben gehen, ne? Danke. So, und hier. Ah, hier, schön. Der hat nicht mehr getroffen. Nope. Da hinten ist noch einer. Okay. Genau, Gegner drehe ich einfach um. Und eventuell werde ich mal wieder Videos machen, Livestreams machen. Genau, ich mache mal vielleicht mal wieder Videos auch. Gott, wir haben ihn getroffen. Phantomsuche einfach aktivieren. Aber ich hoffe, die Aufnahmesperre wird bald wieder aufgehoben in DE, weil ich habe gehört, die wollten versuchen schon was wieder dagegen, also es wieder aufzuheben, aber ist halt bis jetzt leider noch nicht so. Aber ich hoffe, das passiert bald wieder, weil Ingame-Aufnahmeprogramm, es fühlt sich zwar irgendwie trotzdem flüssig an, aber irgendwie, wenn ich, ihr habt es selber gerade gesehen, als ich aufs Feld gegangen bin. Ja, jetzt fall ich endlich runter, Gegner. No, er hat mich. Ah, danke. Genau, das ist auch wichtig. Wenn man also ein Partner von dem Quartisack angehoben ist, kann ein Partner zum Beispiel den Quartisack hauen, sodass der Gegner runterfällt. Ich bleib hier oben stehen erstmal. Das war dumm. Wenn das so weitergeht, dauert der Dungeon noch ein paar Stunden. Keine Angst. Treffe.
Los, Phantomsucher. Ist auch so in Ordnung, finde ich, ne? Und das Ende. Yes, wir haben es geschafft. Und ein Drachenkeil. Da fuck, was für ein Glück habe ich heute schon wieder. Ich hoffe, warte mal, habe ich überhaupt umgestellt? Nein, jetzt müssen wir mit Scheiß auf. Ich schaue jetzt gleich mal erstmal die Grafik an von dem Video. Sekunde, ich öffne es jetzt schon mal. Ich werde jetzt wahrscheinlich im Hintergrund leicht das Bing, 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 Bing. Ich hoffe, das ist nicht zu scheiße geworden. Beste, ich hoffe, es ist nicht zu scheiße geworden. Nee, aber dann, Sekunde, machen wir es so, hier. Ist abgeschlossen. Ist abgeschlossen. Und... Nee, hier hoch. So. Stellen wir uns hier hin, ich beende für... Das erste jetzt mal hier die Folge. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye.